Ich mal wieder. Ja, ich will euch mal zeigen, wie man Truppen heilt und wieder belebt und was man da alles machen muss. Marion, das Schloss hat jetzt Truppen verloren. Die sind vom Feind besiegt worden, weil Jeanette, also ich, nicht aufgepasst habe. Das heißt, ihr guckt jetzt hier erstmal, dass ihr Weihwasser abkassiert. Was auch geht, wenn ihr es nicht abkassiert. Ich habe beides ausprobiert, aber das ist dann das, was der Spieleanbieter anbietet. So, wir haben hier die Krankenhäuser auf Rot. Das heißt, es müssen Truppen geheilt werden. Die Frage ist jetzt, wie viel? Da klicke ich da einfach auf so ein Krankenhaus drauf und gehe auf Heilen. Und hier steht jetzt erstmal 1048. Das sieht ja noch harmlos aus. Wenn ich dann aber auf Schnellwahl gehe, dann steht da 25.000. Das ist ein bisschen mehr. Und dann muss man natürlich die entsprechenden Ressourcen haben, um die Truppen zu heilen. Es sind insgesamt viel mehr Truppen getötet worden. Aber jetzt können wir erstmal nur die 25.000 heilen. Jetzt gehen wir dann auf Heilen. Dann werden die geheilt. Und ich habe hier in der Katakombe die Möglichkeit, wenn ich da gespielt habe, dass ich diese Heilenergie, also diese Beschleunigung für zum Heilen praktisch abkassieren kann mit den Punkten, die ich erspielt habe. Und das sind dann jeweils immer 10. Ja, dafür müsst ihr dann in so ein Spiel reingehen. Das erkläre ich euch später mit der Kreatur. Ihr braucht eigentlich nur auf die Knöpfe zu drücken. Und wenn ihr bei Abschnitt 4 seid, wie ich hier gerade, dann ist die Beschleunigung für zum Heilen freigeschaltet. Dann könnt ihr die immer hier oben abkassieren. So, ich gehe jetzt da wieder raus. Also haben wir jetzt hier normalerweise einen Tag und 10 Minuten für die Beschleunigung. Dann gehen wir erstmal auf Help und dann auf die Beschleunigung, die ich hier gut geschrieben habe, sodass ich dann die Truppen direkt geheilt habe. Und je mehr Truppen ich geheilt habe, desto mehr kann ich auch wiederbeleben. Da gehe ich hier auf das Sanktuarium links. Und dann da auf Wiederbeleben. Das sind dann nochmal 13.000, die dazukommen. Das ist nicht viel, weil ich muss heute noch Red Guards starten. Und das heißt, ich kann dieses Schloss jetzt nicht benutzen, um andere schwächere Schlösser zu verstärken, weil ich hier einen großen Verlust erfahren habe. So, das wäre es aber dann auch schon. Ja. Ich mache jetzt hier mal weiter in dem Spiel und hoffe, dass ihr das dann auch so sinnvollerweise anwenden könnt, wie ich es euch beschrieben habe. Ich sage erstmal Tschüss.